Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 154 Papier ist geduldig. Zweiter Teil. Zu Hause in Hogwarts verstaute Hermine die Geschenke in einem Schrank im Schlafzimmer und suchte nach dem Mittagessen Severus auf, der bereits auf sie wartete. Er war heute, bis auf ein paar Anweisungen, die er gab, nicht sehr gesprächig und warf ihr darüber hinaus skeptische Blicke zu oder beobachtete sie aus den Augenwinkeln, was sie durchaus bemerkte. Während sie das Papier aus der kleinen magischen Pressvorrichtung löste, dachte sie darüber nach, weshalb er so verstimmt sein könnte, und sie fragte sich, ob sie ihn auf die Pastillen ansprechen durfte, ohne dafür auf seine bösartige Art angefahren zu werden. »Sagen Sie den letzten Zauberspruch, bevor wir den Bogen teilen«, wies er sie knapp an, sodass sie ihren Stab zückte und laut Buch den entsprechenden Spruch anwandte. »Schneiden Sie es mit dem Messer.« Vom Tisch nahm sie das Messer zur Hand, um das Blatt in der Mitte mit Hilfe einer Art Lineal sauber zu zerteilen. Sie reichte ihm eine der Hälften und sagte voller Vorfreude: »Probieren wir es aus!« Beide nahmen sich eine Feder, doch keiner wagte den Anfang. »Beginnen Sie, Hermine!« Eine weitere Aufforderung benötigte sie nicht, denn sie schrieb auf das frisch hergestellte Blatt die Worte »Hallo Severus«. Er betrachtete die Buchstaben, die nacheinander auf seinem Bogen sichtbar wurden, bevor er spottete. »Wirklich sehr geistvoll!« »Es ist egal, was ich schreibe. Wir wollen doch nur sehen, ob es funktioniert«, konterte sie missgelaunt, weil sie seinen Spott nicht duldete. »Hallo Severus ist auf diesem Papier eine genauso große Verschwendung wie ein antikes sprechendes Gemälde von Merlin, welches man auf dem Klosett aufhängt.« »Ich hab's ja verstanden.« Sie hatte sehr krantig geklungen, was ihm nicht entfallen war. Einen Augenblick nachdenkend schrieb Hermine erneut etwas auf das Blatt, diesmal viel mehr. Severus beobachtete ihre Handschrift, wie sie auf seiner Hälfte sichtbar wurde. Sie schrieb: »An der Seite meines Freundes bin ich häufig. Unserer beider Namen sind jedermann geläufig. Wenn er sich nähert, erscheine ich. Er ist beliebt. Mich mag man nicht, wenn meinerseits Gestank ausbricht. Uns gab's schon immer. Wir waren nie lebendig, aber in Bewegung sind wir zusammen ständig. Du kannst mich sehen, aber nicht herzen. Greifst du nach ihm, dann wird es schmerzen. Ich vermag übrigens Wände zu schwärzen. Ich sag kein Wort und spreche doch Bände. Mein Freund liegt nie in Kinderhände, denn tödlich können wir beide sein. Ich nehme dir den Atem, lass dich allein. Er wird dich verzehren bis hin zum Gebein.« Erstaunt zog Severus eine Augenbraue in die Höhe, während er alles noch einmal las und dann das Blatt Papier wortlos weglegte. »Was denn?« fragte sie verdutzt. »Ist Ihnen das auch nicht anspruchsvoll genug für einen simplen Test?« »Ich werde mich später damit befassen«, erwiderte er. »Wissen Sie, von was ich geschrieben habe oder wer der Freund ist?« stocherte sie nach. »Ich sagte eben, dass ich mich später damit befassen werde. Ich habe wahrlich Besseres zu tun, als meine Zeit mit mittelmäßigen Reimen zu vergeuden.« »Mittelmäßig?« wiederholte sie erbost. »Denken Sie sich mal in weniger als 5 Minuten so etwas aus. Das ist alles andere als einfach.« Sehr viel ruhiger, sagte sie. »Ich dachte, Sie mögen Rätsel.« Hermine zog betreten einen Flunsch.
Zusammen machten sie Pläne für weitere Tests mit ihrem Farbtrank. Er sprach mittlerweile sogar an, auf was man achten müsste, sollte sie den Farbtrank vor anderen Tränkemeistern vorstellen. Auch über spätere Projekte redeten sie sehr lange, bis es so spät geworden war, dass Hermine sich auf den Weg in den vierten Stock machte. Die eine Hälfte des Blattes hatte sie mitgenommen. Auch Severus hatte seine Hälfte des Bogens mit in seine privaten Räume genommen. Während Hermine im Bett saß und ein Buch über seltene Wasserpflanzen las, nahm er sich seine Hälfte vor, um ihre Worte nochmals zu lesen. Er benötigte sehr lange für ihr Rätsel, aber das lag nicht daran, dass es sonderlich schwer war, sondern weil er in Gedanken ständig die letzten Ereignisse und Informationen wiederholte. Lupin, dachte er, wüsste nun von seiner Magiefarbe und doch hatte er sich ihm gegenüber weiterhin freundlich verhalten, ihn nicht auf den Arm genommen. Harry war die ganze Zeit über wie immer gewesen. Worüber sich Severus am meisten den Kopf zerbrach, war Hermine und ihre unnachgiebige Art, in seinen persönlichen Belangen rumzuschnüffeln. Er wollte endlich, dass sie damit aufhörte. Sie sollte ihn nicht mehr ständig mit Dingen konfrontieren, die ihn aus dem Gleichgewicht brachten. Alles, was damals geschehen war, wollte er nur noch vergessen, unter den Teppich kehren. Er würde auch so weiterleben können, irgendwie. Gar nicht schlau wurde er aus dem Spiegel auf dem Dachboden. Er war sich nicht sicher, ob er auch normale Reflexionen zeigen konnte, denn wenn ja, dann war Hermine ihm oder nur ihrem Kater gefolgt, doch sie beteuert das Gegenteil, hatte sogar Zeugen. Wenn Nergib jedoch nicht zusätzlich wie ein normaler Spiegel funktionieren würde, dann wäre er möglicherweise defekt, mutmaßte Severus, denn er fand keine Erklärung dafür, dass Hermines Spiegelbild auf ihn gehört hatte und gegangen war. Severus seufzte, bevor er seine Konzentration wiederfand und sich von ihrer Handschrift beschwichtigen ließ. Mit den Augen verfolgte er besonders die Form des geschwungenen kleinen G, das es ihm angetan hatte, und dann, ganz unerwartet, fiel ihm die Lösung ein. Mit der Feder von seinem Nachttisch schrieb er unter das Rätsel: Sie meinen den Rauch, der Freund ist das Feuer. Gerade wollte er den Bogen auf den Tisch zurücklegen, da erschien ihre Handschrift und sie schrieb: Sie sind noch wach? Um sich zu vergewissern, schaute er nach der Uhrzeit. Es war kurz nach 3 Uhr nachts, so dass er zurückschrieb: Sie doch auch. Ich lese, erklärte sie knapp. Bevor er den Entschluss fassen konnte, den schriftlichen Gedankenaustausch abzubrechen, schrieb seine Hand bereits von ganz alleine. Was? Kapitel 10 – Schützende Hände. Was machen Sie? Erwiderte sie ungeniert, weswegen er kräftig schlucken musste. Gerade erst hatte er daran gedacht, wie beharrlich sie war, und jetzt hielt sie ihm vor Augen, dass sie sich auch noch um diese späte Uhrzeit mit seinem Problem befasste. Daraufhin riet er ihr, sie solle ins Bett gehen. Ich bin im Bett, schrieb sie zurück. Dann sollten Sie schlafen, empfahl er ihr, bevor er noch schnell anfügte. Und bringen Sie mir morgen das Buch zurück. Sie würde sowieso nicht dahinter kommen, dachte er. Das Buch befasste sich viel zu oberflächlich mit dem, was er damals getan hatte. Was passiert eigentlich, wenn wir unten am Blatt angekommen sind? Wollte sie noch wissen. Ein wenig erbost darüber, dass sie seinen Ratschlag in den Wind schlug, erwiderte er: Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Es ist ja nicht mehr viel. Schreiben wir noch ein wenig, bis wir das Ende erreicht haben? Schlug sie vor. Es war gerade mal die Hälfte des Blattes beschrieben. Er hätte wissen müssen, dachte er, dass sie so neugierig war und herausfinden wollte, was beim vollgeschriebenen Blatt mit der Schrift passieren würde, denn er hatte ihr während der Arbeit erklärt, dass man den Bogen bis zu 1000 Mal wiederverwenden könnte. Womöglich könnte sie nicht schlafen, sollte er ihren Wunsch nach einer Erklärung nicht nachkommen, doch bevor er fragen konnte,
über was sie sich austauschen wollte, erschien auf seiner Hälfte die Frage. Was haben Sie von Remus zu Weihnachten bekommen? Raten Sie. Schokolade? Treffer, schrieb er, bevor er kurz zu seinem Nachttisch hinüberschaute, auf welcher die kleine Schachtel mit handgemachten Trüffelpralinen lag, die er nur noch halb voll war. Haben Sie ihm was geschenkt? Wollte sie tatsächlich wissen. Severus schnaufte, obwohl es niemand außer ihm und seinem Hund, der am Fußende lag, hören konnte, bevor er die Feder schwang und antwortete. Er bekommt jeden Monat seinen Trank. Das ist genug. Harry hat sich sehr über ihr Geschenk gefreut, schrieb sie im Anschluss. Für einen Moment kam Wut in ihm auf, weil er glaubte, dass sein Kollege dieses sehr private Geschenk womöglich herumgezeigt haben könnte. Als hätte sie seine Gedanken gelesen, beteuerte sie. Er wollte es alleine sehen. Erleichterung gewann wieder die Oberhand. Severus tauchte die Spitze seiner Feder ins Tintenfass, bevor er ihr empfahl. Schreiben Sie größere Buchstaben, damit wir uns endlich dem Ende des Papiers nähern. Für eine kurze Weile erschien nichts und Severus hoffte, dass sie bereits eingeschlafen sein würde. Doch dann, allerdings mit nur halb so großer Schrift, schrieb sie zurück. Macht doch aber Spaß. Gehen Sie und malträtieren Sie Ihren Kniesel. Der liegt auf meinem Bauch. Offenbarte sie ihm und erinnerte sich schlagartig an den Moment in Aberdeen, als ihm mitten in der Nacht, als beide nicht mehr schlafen konnten, von den Vorlieben ihres Haustieres berichtet hatte. Wie schreiben Sie im Liegen mit einem Tier auf Ihrem Bauch? Wollte er wissen, weil er sich das recht umständlich vorstellte. Ich benutze das Schreibfederset von Ihnen. Ich habe die Federn mit meiner Handschrift geprägt. Sieht man einen Unterschied zu meiner Originalhandschrift? Es war ein wenig enttäuschend, dass sie nicht, wie er, mit der Hand schrieb. Doch dann stellte er sich vor, wie das Szenario aussehen könnte. Sie lag im Bett und streichelte ihr Haustier, während das Blatt Papier vor ihr schwebte und die magische Feder die Worte notierte, die sie laut von sich gab, ganz als würde sie mit ihm reden. Kein Unterschied, erwiderte er bündig. Wenn Sie immer so wenig schreiben, dann haben wir das Ende des Blattes vor dem Frühstück noch nicht erreicht, stichelte sie frech, so dass er genervt seufzte. Gleich darauf erschien noch etwas Geschriebenes. Ich habe Sie bis in den vierten Stock seufzen hören. Er musste schmunzeln, weil er sich ihr unterdrücktes Lächeln vorstellen musste, welches mit Sicherheit in diesem Moment ihr Gesicht zierte. Gerade setzte er seine Feder an, dann erschienen erneut Worte von ihr, was ihn nicht verwunderte, denn es ging mit einem magischen Feder wesentlich schneller, etwas zu Papier zu bringen. Sie wollte ihn neugierig machen, indem sie preisgab. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für Sie. Das ist nicht notwendig, schrieb er zurück, und doch war er gespannt darauf, was sie ihm wohl schenken könnte. Seiner Meinung nach würde es sich um ein Buch handeln oder sogar um etwas Schwarzmagisches. Ich habe es schon gekauft und Sie bekommen es auch, selbst wenn Sie es nicht wollen. Ich hoffe nicht, begann Severus, dass Sie jedem meine persönlichen Daten anvertraut haben. Sie ging gar nicht auf seine Befürchtung ein, sondern fragte schlichtweg. Feiern Sie? Nein, und ich lege Ihnen nahe, sich nicht auf so eine Albernheit wie eine Organisation einer Überraschungsparty zu stürzen, denn ich kann Ihnen im Voraus versichern, dass ich das nicht schätzen werde. Ich bin doch nicht lebensmüde, schrieb sie gelassen zurück und besänftigte ihn damit einigermaßen. Das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte, war ein für ihn unangenehmes Zusammentreffen mit Menschen, die er nicht sehen wollte. Er mochte keine Überraschungen. In seinem Leben hatte es davon genug gegeben. Mit Genugtuung bemerkte Severus, dass auf dem Blatt nur noch wenig Platz vorhanden war, und er ging davon aus, wenn er jetzt noch eine Bemerkung machen würde, dass die Schrift verschwinden würde, bis auf den letzten Satz, denn der müsste laut Beschreibung in dem Buch nach oben rutschen. Ich möchte so gerne über einiges mit Ihnen sprechen, schrieb sie. Denn ich habe positive Veränderungen in Ihrer Magiefarbe beobachtet. Wie er es vorausgesagt hatte,
verschwand die Schrift und der Satz rutschte nach oben, sodass er verabschiedend schrieb: Sie haben nun gesehen, was mit den Zeilen geschieht. Gute Nacht. Sofort legte er Papier und Feder auf seinen Nachttisch, um mögliche weitere Zeilen von ihr zu ignorieren. Ihre Worte ließen ihn jedoch nicht ruhen und hinderten ihn daran einzuschlafen. Vielleicht, so hoffte er, hatte sie tatsächlich etwas finden können, worauf er mit seiner Recherchemethode nicht gekommen war. Er hatte zwar immer geahnt, dass sein Handeln Auswirkungen auf seine Magie gehabt haben musste, doch erst durch ihren Trank hatte er die Erkenntnisse erlangt, dass er richtig gelegen hatte. Die Frage, welche Veränderung sie wohl an seiner Magie hatte ausmachen können, beschäftigte ihn so sehr, dass er damit kämpfen musste, ihr nicht zurückzuschreiben. Ihr Farbtrank könnte womöglich seine Situation ein wenig klären, neue Erkenntnisse bringen, mit denen man seine Problematik von einer anderen Seite anpacken konnte. Dieser Gedanke stellte einen Lichtblick für ihn dar, doch zu viel Hoffnung, dachte er, würde er sich nicht machen. Als Hermine sich am nächsten Morgen in ihrem Bett erst streckte, ihr Kniesel tat es ihr gleich, und sich dann auf die Kante setzte, bemerkte sie, dass Severus gestern noch etwas geschrieben haben musste, sodass sie das Blatt von ihrem Nachttisch nahm und seine winzige Handschrift erblickte. Er hatte geschrieben: Was für Veränderungen? Völlig überwältigt musste sie eine Hand auf ihren Mund legen, um nicht triumphierend aufzuschreien. Severus wollte endlich reden. Während Hermine sich überlegte, welche Worte sie für ein Gespräch wählen könnte, denn sie musste das Thema sehr zaghaft behandeln, fragte sich Harry, der im gleichen Moment vorm Badezimmerspiegel stand, warum seine Haare eigentlich immer das machten, was sie wollten. Nachdem er sie zum dritten Mal gebürstet hatte und sie noch immer ungekämmt aussahen, zuckte er einmal gelassen mit den Schultern, bevor er die Bürste weglegte und sich die Zähne putzte. Es klopfte, und da Ginny noch immer im Bett lag und Wobbles Arbeitszeit erst in einer halben Stunde beginnen würde, ging Harry nur im Pyjama bekleidet und mit der Zahnbürste im Mund zur Tür. Minerva blickte ihn einmal von oben bis unten an, blinzelte ein paar Mal, weil sie nicht damit gerechnet zu haben schien, dass Harry sich in diesem Aufzug zeigen würde, bevor sie sich räusperte und sagte: Es wäre nett von Ihnen, wenn Sie sich präsentabel herrichten und mir folgen würden. Jetzt sofort. Die Zahnbürste aus dem Mund nehmend, wollte Harry etwas sagen, doch es formte sich nur eine Blase an seinen Lippen, die zerplatzte, sodass die Zahnpasta ihm ins Auge spritzte. Er kniff die Augen zusammen und rieb das eine, welches zu Tränen begonnen hatte. Beide Augenbrauen seiner Kollegin schossen in die Höhe, doch ansonsten blieb ihr Gesicht emotionslos. Gleich im Anschluss wiederholte sie: Jetzt sofort, Harry. Er nickte nur, bevor er ins Badezimmer rannte und sich den Mund ausspülte, gleich noch das Gesicht mit Wasser erfrischte, damit er das Brennen im Auge loswerden würde. Als er sich ankleidete, fragte er sich die ganze Zeit über, was Minerva wohl von ihm wollen könnte. Zurück bei seiner Kollegin sagte er: Einen schönen guten Morgen erstmal, Minerva. Guten Morgen, Harry. Wenn Sie mir nun bitte folgen würden. Sie gingen bereits los, ohne ihm irgendwelche Informationen zu geben. Wohin gehen wir? Fragte er verunsichert. Zum Büro des Direktors. Während er ihr durch die Gänge folgte, malte er sich aus, warum Albus wohl mit ihm sprechen wollte. Es war ungewöhnlich, dass Minerva ihn abholte, um ihn zum Büro des Direktors zu begleiten. Es war ihm nicht geheuer, dass sie ihn nicht einfach Albus genannt hatte, sondern Direktor. Er hoffte innig, dass man ihn gestern Abend nicht mit Ginny auf dem Gang gesehen hatte, denn sie hatten sich sehr leidenschaftlich geküsst und seine Hände waren eventuell an Orten gewesen, die möglicherweise als unanständig gelten könnten. Natürlich nicht in seinen Augen. Minerva? Als sie sich umdrehte, jedoch nicht stehen blieb, fragte er: Bitte sagen Sie mir, was los ist. Scherzend fügte er hinzu: Ich fühle mich im Moment wie ein Erstklässler, der irgendeine Dummheit eingestellt hat und nun zum Direktor zitiert wird.
Abrupt blieb sie stehen und blickte ihn streng an. Ihre Stimme verriet nichts von ihren Gefühlen, als sie sagte: Gut, Harry, denn die Situation fordert einen gewissen Ernst von Ihnen. Dann ging sie weiter. Mit großen Augen folgte er ihr, während er sich ausmalte, wer ihn wohl mit Ginny gesehen und verpfiffen haben könnte. Es konnte ja nur einer der beiden Schüler sein, dachte er, denn Filch oder andere Lehrer würden sich sicherlich nicht daran stören, wenn Ginny und er... Harry wurde aus seinen Gedanken gerissen, als er erkannte, dass sie sich bereits an den Wasserspeiern vor Albus Büro befanden. Mit dem Passwort Zuckermäuse öffnete sich der Eingang und Harrys Herz schlug noch viel höher. Sein Gesicht fühlte sich heiß an und er ahnte, dass er errötet sein musste. Allein der Gedanke daran, mit Albus womöglich ein Gespräch übers Küssen auf dem Korridor führen zu müssen, war ihm schon unangenehm genug. Am obersten Ende der Wendeltreppe öffnete sie die Tür und ließ ihn mit den Worten eintreten. Wenn Sie einen Moment auf den Direktor und mich warten würden. Er nickte beschämt, senkte sein Haupt und ging hinein. Drinnen stutzte er, nachdem er aufgeblickt hatte, denn Severus befand sich bereits im Büro und er stand mit hinter dem Rücken verschränkten Armen stocksteif vorm Kamin. Harry ging ein paar Schritte auf Severus zu, der sich aufgrund der Geräusche einer öffnenden Tür umgedreht hatte und ihn nun genau betrachtete. Sich neben Severus stellend, seufzte Harry zunächst, bevor er mit resignierter Stimme fragte: Und Severus, was haben Sie ausgefressen? Wie bitte? Fragte sein Kollege irritiert zurück. Eine Erklärung blieb Harry ihm schuldig, denn in diesem Moment traten Minerva und Albus ein, gefolgt von einem breit lächelnden Arthur und zwei fremden Herren, die Pergamentrollen in den Händen hielten. Als erster grüßte Arthur, der Harrys Hand schüttelte und ihm derweil auf die Schulter klopfte. Harry, schön dich zu sehen. Wie geht's? Harry konnte nur nicken, denn er war ein wenig ratlos. Severus, sagte Arthur und reichte auch ihm die Hand. Und noch während Severus die Hand des Ministers schüttelte, erblickte er den Direktor. Albus? Sagte Severus gleich darauf, und allein der fragende Unterton sollte genügen, um ihn dazu zu bewegen, die Situation zu erklären. Mit lebendig funkelnden Augen bat Albus: Harry, Severus, kommt bitte beide hier nach vorne zu meinem Tisch. Da alle freundlich lächelten, nun sogar bei Minerva ein wenig Freude zu sehen war, rechnete Harry mit nichts Schlimmem. Arthur nahm seinen Platz ein, denn er stellte sich direkt vor Albus und Minerva und wies an: Severus, wenn du dich bitte hier hinstellen würdest. Er zeigte auf eine Stelle schräg hinter Albus. Und Harry, du hier. Der Aufforderung folgte Harry und er stellte sich schräg hinter Minerva. Die beiden fremden Herren begaben sich dezent hinter den Schreibtisch. Arthur atmete einmal tief durch, bevor er, durchweg lächelnd, das Wort an die vier richtete. Wir haben uns heute hier versammelt. Arthur kam nicht weiter, denn Severus konnte sich nicht zurückhalten und fragte gleichermaßen überrascht und erfreut: Höre ich richtig? Sich zu Harry und Severus umdrehend, sagte Albus mit freundlicher Stimme: Ich möchte mich für den morgendlichen Überfall ganz herzlich bei euch beiden entschuldigen und auch dafür, dass wir nicht einmal gefragt haben, ob ihr so gütig wärt, die Rollen der Trauzeugen zu übernehmen. Was denn, sie beide heiraten? Fragte Harry perplex, aber mit einem heiteren Glitzern in den Augen. Severus verkniff sich in diesem Moment, Harry wegen seiner überaus ausgeprägten Scharfsinnigkeit auf den Arm zu nehmen. Ja, Harry, bestätigte Minerva. Und ich würde sie gern zu meinem Trauzeugen bestimmen. Natürlich, gerne doch. Gegen das breite Lächeln, welches sich bereits in Arthurs Gesicht wiederfand und welches sich nun auch bei Harry ausbreitete, konnte er gar nichts unternehmen. Nachdem die Angelegenheit geklärt war, fuhr Arthur mit seiner Rede fort.
Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.